Einen wunderschönen, liebe Ladies und Gentlemans. Heute in der Kartech Garage geht es wieder um ein US-amerikanisches Fahrzeug. Wir haben ja noch ein bisschen was für den TÜV zu machen. Die ersten Pakete trudeln ein. Das sind die, die ich in Deutschland bestellt habe, logischerweise. Die aus Amerika, die brauchen noch ein bisschen. So ein großes Paket. Für das? Okay. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich bestellt und das habe ich bestellt. Und wofür wir die brauchen, das zeige ich euch jetzt. Ich weiß, für den einen oder anderen ist das Thema jetzt vielleicht noch ein bisschen, ja, nicht langweilig, aber es ist tatsächlich sogar wichtig. Und mir ist es wichtig. Und wenn was nicht richtig funktioniert, ich bin jemand, ich möchte wissen, warum. Warum geht das nicht? Was kann ich ändern? Und wieso muss das geändert werden? Ganz wichtig. Mein Hauptaugenmerk sind hier die Scheinwerfer. Die Scheinwerfer sind von einem Opel Monterey. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mit der Monterey. Monterio? Monteria? Ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist so Opel. Ich kann mal ein Bild einblenden. Das ist so ein SUV von Opel, der eigentlich nicht so zu ist. Und sowas ähnliches wie der Fonterra. Nur noch eine andere Variante. Und zwar die Scheinwerfer sind von dem. Die passen hier tatsächlich so gut wie Plug and Play rein. Man muss nur ein bisschen die Halter ändern, dann kann man sie sogar so verbauen, dass man sie einstellen kann. Und das habe ich getan. Man kann jetzt über die normalen Einstellungen von dem Ford-Rahmen, kann man die einstellen. Ist doch super. Mega nice. Jetzt ist aber das Problem, dass ich natürlich die Leuchtmittel von dem originalen Ford, in dem Fall ist das hier HB1, in dem Fall das HB1 Leuchtmittel, verbaut habe. Und was das Problem an der ganzen Sache ist, werdet ihr jetzt gleich sehen. Und deswegen haben wir auch keine Leuchtwirkung in den Scheinwerfern. Deswegen habe ich mir die jetzt hier besorgt. Das sind H4. Das sind die Originale in dem Scheinwerfer drin sind. Das sind hier Osram Nightbreaker Laser, also das Coolste, was man von denen kaufen kann. Und was das Problem ist, die liegen an derselben Stelle. Also dieser Ring hier ist ausschlaggebend, sowie dieser Ring hier ist ausschlaggebend. Das heißt, da wäre der Anschlagspunkt. So, und jetzt guckt mal, wie weit die rüber steht. Ich lege euch mal quasi ganz genau drüber. So, jetzt seht ihr schon den Unterschied. Diese Birne und dieses Leuchtmittel steht viel zu weit rein. Und wir haben hier im Scheinwerfer, ich hoffe, ich kann es euch zeigen, so ein Metallring, dieses schwarze da, was ihr da hinten seht, das ist so ein Metallring, der im Scheinwerfer sitzt. Doch, ihr müsst den eigentlich erkennen können. Und das Problem an der ganzen Sache war, die Birne selber, Entschuldigung, das Leuchtmittel, stand dadurch, dass es das Falsche ist, aber theoretisch passt, zu weit im Scheinwerfer und war in diesem Ring quasi gefangen und deswegen hatten wir keine Leuchtwirkung. Das Ding ist, leuchten tut das Ganze. Ich zeige euch das mal. Auf der anderen Seite ist es ja noch verbaut. Leuchten tut's, also es kommt ein bisschen Licht raus. So, machen wir mal Licht an, zeige ich euch das. Da ist jetzt nur Standlicht, weil die Birne ist heraus. Fürs Optische sieht das doch ganz okay aus, ne? Also fürs Optische ist da jetzt Licht. Dass hier hinten hin aber nicht wirklich was rauskommt. Und wir haben das wirklich getestet. Wir haben mit dem hier Einstellding hat er mir das gezeigt. Ne? Und das ist auch der Grund, warum ich das Ganze so gut finde, dass er mir das gezeigt hat. Da kommt nichts raus. Und das ist nicht nur auf dem linken, der so ein bisschen braun hier dreckig von unten ist. Ja, das ist nicht mal vergammelt, das ist eigentlich nur dreckig. Sondern auch bei dem. Und da war ich dann so ein bisschen skeptisch. Was ist da, warum, weshalb, wieso? Aber ohne Erklärung hätte ich das nie herausgefunden. Und jetzt habe ich mir die Birnen geholt, habe mir natürlich geguckt, was gehört hier original in den Scheinwerfer rein. Und das sind in dem Fall die H4, in dem Fall hier. Und wie immer, Osram Nightbreaker Laser. Ich verbaue die überall eigentlich. Wenn ihr gutes Licht haben wollt, nehmt die. Ich habe die auch im 5er. Xenarix sind das halt in dem Fall auch Nightbreaker Laser. Und hier sind das halt auch die. Habe ich bis jetzt tatsächlich auch immer die langlebigste Erfahrung mit gehabt, tatsächlich. Warum H4? Das ist ganz einfach. Wir haben hier drei Pole. Ganz einfach. Die sind auch so, also die braucht er auch, weil es halt Fernlicht und normales Licht in einem ist. Ja, und dadurch müssen wir natürlich auch unsere Stecker ändern. Wer hätte es gedacht? Und die habe ich hier gefunden. Bei Amazon in dem Fall. Und das sind einfach nur Adapter. Die werden wir gleich kappen und werden die halt einlöten, sodass wir auch nur noch diese Scheinwerfer theoretisch verwenden.
Okay. Ist zwar doof, weil wir uns somit die Möglichkeit nehmen, die Originalen zu verbauen, aber die Originalen sind eh ohne E-Prüfzeichen, dürfen also nicht mehr im Schwarzverkehr teilnehmen. Ergo muss das so. Zumindest wurde es mir so zugeteilt. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen frei und werden das Ganze quasi anfangen zu verbauen. Damit wir das Ganze ein bisschen einfacher machen, entweder baue ich natürlich den Scheinwerfer aus, das könnte ich natürlich auch gleich machen. Ich mache mal ein bisschen Platz hier einfach. Warum ich das mache, ist, ich muss sowieso gleich hier drunter, weil die Wischwaschpumpe auch ein kleines Problem hat. Das haben wir aber schon rausgefunden. Aber ich sage jetzt mal so, das ist jetzt nicht Teil des Videos, sondern einfach nur, ich mache mir jetzt hier Platz, mache den Ganzen so ein bisschen raus, sodass wir hier ein bisschen Luft haben. Ist nicht weiter tragisch, so haben wir halt einfach ein bisschen mehr Platz, ne? So, und unser Stecker ist hier unten. Den hatte ich tatsächlich sogar schon mal bearbeitet. Jetzt nicht direkt den Stecker, aber mal gucken, dass wir hier das rauskriegen. So, und zwar haben wir hier den Standlicht wieder reingemacht. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass er deutschen Normen entsprechen muss und somit musste hier Standlicht rein. So, jetzt haben wir unser Ablendlicht an. Und unser gutes Multimeter ist hier. Ihr passt wieder auf, hoffe ich. Und ich würde einfach mal behaupten, dass das hier Minus ist. Masse und das hier Plus. Oh, oh geil. Das hier oben kommt nichts. Korrekt. Millivolt. Volt. Perfekt. Das heißt, wir haben unten jetzt auf unserem Stecker hier unten Masse. Low Beam, High Beam, also Ablendlicht, Fernlicht. Ganz einfache Diagnose. So, ich habe es mir fast gedacht, aber wir wollen es ja testen. Wir machen jetzt auch nur den Scheinwerfer hier als allererstes, weil ich möchte natürlich den Vergleich euch zeigen. Wie viel Unterschied das macht, wo die Birne sitzt quasi oder das Leuchtmittel sitzt in dem Scheinwerfer. Also wie viel Verlust bzw. wie viel das ausmacht, wenn es richtig sitzt. Na guck mal, so könnt ihr sogar was erkennen. Das ist doch super. Hier sind die Kabel, die drei. Keine Angst, die fallen meistens durch. Ja, der Masse war ein bisschen kurz, die muss man ein bisschen länger machen. So. Dann können wir das auch machen. Schnibbel die Schnapp. Ja, wir machen ein bisschen länger, dann können wir die vielleicht auch nochmal verwenden, weil die habe ich gar nicht. Zack. So. Und dann muss man kurz auf die Bestellung gucken, was ihr gekauft habt, weil da steht drin, welche Anschlüsse die hier sind. Das ist die Bestellung. Und da steht genau, da steht was ist. Low Beam, High Beam, das bedeutet, der ist unser Low. Und das ist in dem Fall der rote. Also muss gelb an rot, rot an grün und schwarz auf schwarz. Ein bisschen stärker muss es stehen. So ist gut. Das geht aber auch tatsächlich ziemlich gut. So. Und der Vorteil von dem, wie ich das jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe das Ganze natürlich ja so weit zurückgezogen, dass das aus dieser von dieser Schutzhülle hier ist. Ne?
Und das Schöne ist, ich kann jetzt einfach wieder da reindrücken. So, jetzt nehmen wir unsere H4-Birne und machen die hier unten rein, wo sie reingehört. Und vor allen Dingen auch, wie sie reingehört. Ich glaube so. Wichtig ist jetzt natürlich, dass es auch so drin ist, wie es drin sein soll. Sonst haben wir nämlich denselben Scheiß wie vorher. Jetzt sitzt sie richtig. Ja, du bleibst hier oben bitte. Eigentlich heißt das jetzt nur noch unseren Stecker draufstecken. Standlicht habe ich jetzt rausgelassen. Wobei, das können wir eigentlich auch noch eben reinfummeln. Das ist ein bisschen doof, weil ich immer die ganze Fassung rausnehmen muss. Theoretisch müsste ich da auch einen Stecker dran machen. Haben wir auch drin. Jetzt kommen wir zur puren Wahrheit. So, schalten wir das Ganze an. Zündung. Standlicht. Licht. Oh ja. Ich sehe schon einen Unterschied. da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein ganz klarer Unterschied. Ich kann hier mal hier reinhalten. Das ist jetzt wirklich genau auf der Höhe vom Scheinwerfer. So, und jetzt gehen wir mal rüber auf die Höhe. Ja, das blendet schon weitaus mehr. Also da kommt was raus. Hier kann ich euch... Ja, da haben wir leicht, da kommt ein bisschen was, aber mehr auch nicht. Ich denke, das ist klar. Ich meine, das sind jetzt auch Osram Nightbreaker Laser, ne? Wie auch eben schon erwähnt. Aber da kommt auf alle Fälle weitaus mehr raus. Und es ist ein bisschen heller, also ein bisschen weißer, aber das war ja klar. Ja, gucken wir mal, was der Zollstock sagt, würde ich sagen. So, ich sehe hier keine Kante, gar nichts. Es leuchtet bis hier oben. Aber... kontinuierlich, ist kein Marker zu sehen. Und hier? Ah ja, ja, ja. Seht ihr das? Das ist das, was der TÜV-Prüfer gesucht hat. Jetzt ist es da. Hier nichts. Selbe Höhe, selbe Stelle. Ich kann es auch weiter hinten machen. Ihr seht immer noch die Kante. Hier nichts. Das ist ein Unterschied, den habe ich mir so erhofft. Und das bedeutet, wir haben alles richtig gemacht. Und ich baue jetzt den zweiten um. So, Seite 2 ist auch fertig. Könnt ihr hier sehen? Kann man das erkennen? Ja, da kann man es erkennen. Das habe ich auch jetzt fertig gemacht. Ich habe hier noch was anderes gemacht in der Zwischenzeit, aber das seht ihr dann später irgendwo. Das sind so Kleinkramsachen. Und die Wischpumpe habe ich halt gelöst, das Problem. Da muss ich auch mir einen Stecker bauen, einen neuen, weil der alte... wo auch immer ich ihn jetzt hingelegt habe, der lag gerade noch hier, der ist über den Jordan gegangen. Der Stecker ist nicht mehr in Ordnung, der hat einen Wackler und das ist natürlich ein bisschen blöd beim TÜV. Ne? Aber der Rest funktioniert und das ist gut so. Ja, jetzt testen wir mal, würde ich sagen. Ne? Zweiter ist jetzt auch dran und dann gucken wir mal, wie hell das hier wird. Ich denke aber, dass wir einen sehr starken Unterschied sehen werden. Ich halte euch einfach mal schon mal so. Und jetzt mache ich mal an hier. Standlicht und Licht. Ja, das ist ein Unterschied, mit dem wir arbeiten können. Da brauchen wir nicht drüber reden. Alleine bei dem Stativ, da die... Ja, guckt mal hier. Alleine dass das hier sichtbar ist überall. Ist, glaube ich, keine Frage. Ich stehe jetzt auch noch ein bisschen im Licht von dem Einstellwerfer. Dass die jetzt nicht richtig eingestellt sind, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, das hier spricht für sich. Dass das da jetzt auch wirklich rauskommt. Tatsächlich. Jep. Und. Jep. Perfekt. Das heißt, wir haben unser Problem, was das angeht, auf jeden Fall schon mal gelöst. Das heißt, wir können das abhaken. Abblendlicht gefixt. Geil, Milo. Das heißt, das ist fertig. Genauso wie die Wischwaschpumpe. Die funktioniert nämlich auch jetzt wieder. Das war doch tatsächlich ein sehr schneller. Und absolut perfekte Lösung. Hätte ich aber auch schon von vornherein machen können.
Ich war nur der Meinung, hey, die Leuchten passen. Also das Leuchtmittel, was vorher drin war, diese HB1, die passen. Also warum nicht nehmen? Ja, man lernt nie aus, sage ich mal so. Ne? Aber jetzt haben wir das gelöst. Das heißt, wir können uns auf die ganzen anderen Sachen konzentrieren. Ich weiß nicht, wie schnell die anderen Sachen jetzt kommen, weil die kommen aus Amerika. Und da werden wir sehen, wie schnell das da ist. Aber das ist ein Punkt, der gelöst werden musste. Und den haben wir gelöst. Und in dem Sinne entlasse ich euch. Nicht vergessen zu kommentieren, liken und natürlich ein Abo dazulassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.